Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 3. Juli 2019. Die alten Mayas und das war ein Hochkultur haben ein ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet. Sie lebten im Einklang mit der Natur und im Einklang von kosmischen Einflüssen. Leider wurde von diesem Kalender ein Teil zerstört durch die Inquisition, aber ein Teil ist erhalten geblieben und das möchte ich näher bringen. In diesem Kalender gibt es 20 Wellen. Die Wellen bedeuten Tönen, Frequenzen oder Schwingungen. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Das könnt ihr so vorstellen wie in unserem Kalendersystem die 7 Tage Wochen. Die Zahl 20 und die Zahl 13 ist die heilige Zahl der Mayas. Wir befinden uns gerade in der 16. Welle und diese 16. Welle wird von Kib regiert. Das ist das Symbol dafür. Kib bedeutet übersetzt Eule. Die Thema dieser Wellen ist des Wissens und Verzeihens. Regiert von Eule, verbunden mit der Fähigkeit, im Dunkeln zu sehen und dort Weisheit erlangen. Und das bedeutet mit anderen Worten in die Tiefe schauen. Alter Schmerz loslassen, befreit zu sein von etwas und bedeutet diese Welle auch das innere Weisheit, das innere Wachstum. Der heutige Tag ist der 10. Tag dieser Welle und die Zahl 10 wurde bei den Mayas so gezeichnet. Diese Linie bedeutet Zahl 5 und das zweimal ergibt die 10. Diese Zahl 10 bedeutet bei den Mayas trennen von etwas, loslösen von etwas, was uns gefangen hält. Das ist die Zahl, die Befreiung und für einen Neuanfang. Die heutige Tagesenergie zeigt sich mit Chikchan. Chikchan ist die aufsteigende Schlangenenergie oder Kundalini-Energie. Bedeutet die Sexualität und Vitalität, bedeutet auch Körperweisheit, die Flamme des Körpers, Symbol auch für Entwicklungen. In unserem Körper regiert Chikchan über Nervensystem und über Wirbelsäule. Die Krafttier ist Schlange oder Drache. Und das war die Botschaft aus der Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.